Hallo, willkommen zu einem kurzen Video. In diesem Video möchte ich euch verraten, wie ich an einem Android-Endgerät, in meinem Fall ein Android-Smartphone, wie ich dort ganz schnell und einfach an ca. 1 GB mehr Speicherplatz komme. Das zeige ich euch jetzt. Ich blende euch einfach mal meinen Handy-Monitor ein. Und um euch die Effektivität hier zu zeigen, gehe ich mal kurz bei mir in die Einstellungen, gehe auf Akku und Gerätewartung und hier sehen wir, ich habe aktuell 575,9 GB auf meinem Handy frei. Keine Sorge, ihr braucht euch das nicht merken, ich blende euch das gleich nochmal ein. Wir gehen jetzt zurück und zwar, ihr müsst hergehen in den Google Play Store. Dort geht ihr drauf, dann habt ihr oben rechts euer Symbolbild, euer Profilbild, dort klickt ihr drauf und geht jetzt auf Apps und Geräte verwalten. Dann seht ihr hier oben die Übersicht und verwalten. Ihr klickt auf Verwalten und habt jetzt hier die installierten Apps. Klickt mal auf Installiert und ihr könnt nämlich jetzt umspringen auf Nicht installiert. Das heißt, das sind alles Apps, die hier schon mal auf dem Handy waren, die aber vielleicht seit langer Zeit nicht mehr benutzt werden. Und wenn ich mir hier sehe, was hier an Datenmüll drauf ist, ABGO, was auch immer das ist, 297 MB, weg damit. Ihr müsst jetzt die Apps, die ihr definitiv nicht mehr benötigt, die müsst ihr markieren. Das sind bei mir 556 Apps, die hier drauf rumschlummern. Dieses X, da müsst ihr drauf und dann werden diese Apps alle entfernt. So, das war's. Und jetzt starten wir mal das Handy neu und dann schauen wir mal nach, wie viel hier an Speicher gewonnen wurde. Der Neustart ist erfolgt und wir wollen mal schauen, wie viel wir gewonnen haben. Wir gehen wieder in Akku- und Gerätewartung und sehen hier, wir haben sage und schreibe 1 GB an Datenmüll mal eben beseitigen können. Tja, das war mein kurzes Video. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie viel Speicherplatz konntet ihr an eurem Android-Gerät durch diese Methode freimachen. Ich bin gespannt. Tja. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.